Da sind wir wieder bei WWE 2K15. Ja, ich habe meinen Wrestler mal wieder ein bisschen geändert. Ich kann es einfach nicht lassen. Aber nicht nur das Aussehen ist neu, sondern nein, das Moveset habe ich auch noch mal ein bisschen geändert. Ich habe jetzt einen zweiten Finisher. Und der neueste Stand ist folgender: Wir haben diese Woche noch nichts für dich geplant, das kennen wir ja. Sie planen ja irgendwie nie mit mir. Also gibt es hier das Titelverteidigungsmatch gegen Sami Zayn. Ihr wisst ja, Vorbereitungsmatch ist ganz klar auf den Phallus ausgelegt, dass es einfach mehr Followers gibt. Und das Dark Match, das wäre eben mehr um Geld zu verdienen. Wollen wir aber beides nicht, denn beide Optionen wären der Grund für den Verlust meines Titels und das kann und will ich natürlich nicht. Deswegen treten wir hier an zur Titelverteidigung gegen Sami Zayn. Mal sehen. Ich brauche auch unbedingt noch diese vier Schläge. So, und jetzt erstmal gleich in den Clinch. Ah, Sammy scheint jetzt schon leichte Probleme zu haben. Wir sind jetzt schon bei 21%. Das ging wirklich schnell. Mit ein paar Schlägen. Schauen wir mal, ob wir ihn hier. Oh, ne. Jetzt vielleicht. Komm, rein in die Ecke. Dankeschön. Genau, die Attacke habe ich zum Beispiel auch neu. Armdrag, wunderschöner Armdrag hier von Sami Zayn. Das ist eine echt richtig geile Aktion von ihm. Mag ich selber auch sehr gerne. War kurz davor, schon mehrmals den als Finisher zu nehmen. So einen schönen Armdrag oder so einen Armdrag vom zweiten beziehungsweise vom dritten Seil. Standing Moonsault hier. Sami Zayn zeigt seine Technik, zeigt sein Können hier. Versucht hier nochmal ein bisschen Schaden zu machen, aber das war nur von kurzer Dauer, denn wir haben ihn schon wieder fest im Griff. Ach, seht da, verdammt, ich habe eine Sache vergessen. Ich wollte ja noch mein Spear ändern. Denn ihr habt es ja sicherlich schon das eine oder andere Mal gesehen. Inzwischen, der ist so ein bisschen buggy. Der ist echt so ein bisschen buggy. Und von daher wollte ich ihn ändern. Und sollte das nicht besser sein bei dem Spear, dann ganz einfach nehmen wir Hogan's Leg Drop oder ich nehme vielleicht einen anderen Running Move, so ein Big Boot zum Beispiel oder den Bionicle Kick von dem Celtic Warrior. Ich weiß es noch nicht, Freunde. Auf jeden Fall würde mich interessieren, was ihr jetzt von dem Aussehen haltet. Schreibt es mir doch in die Kommentare. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe auch den Samoan Drop weggemacht, weil irgendwie, weiß ich nicht, hat er mir dann doch relativ schnell wieder nicht mehr gefallen. Leider Gottes, dafür habe ich aber die zweite Wahl von Crytek genommen und wir haben jetzt vorerst den Suplex Piledriver. Und natürlich, wie gesagt, haben wir jetzt auch noch einen zweiten Finisher, den ich jetzt erstmal natürlich etwas häufiger verwenden möchte. Um ja ganz einfach halt ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Relativ simple Attacke, aber ich finde sie trotzdem cool. Es sind oft die simpelsten Attacken, die so cool sind. Von daher, ja, hoffe ich mich ganz einfach richtig entschieden zu haben. Loose Death Press gegen Sami Zayn hier und wir schlagen weiter wie wild auf seinen Kopf ein. Scheint schon ordentlich benebelt zu sein, der gute Mann. Gehen hier nochmal in die Ringecke und jetzt mit Seiten. Ah, okay. Jetzt gibt es nämlich die Flying Clothesline. Woo! Achso, und natürlich haben wir jetzt auch vier Taunts, die habe ich auch vergessen. Ah, ich wollte noch so viel ändern und ich habe alles vergessen. Verdammt, ein Zugerät. Ja gut, dann machen wir das gleich nach der nächsten, also nach der Folge hier. Beziehungsweise nach dem Kampf hier mal schauen. Bei den meisten Sachen schweben ja schon Sachen im Kopf. Auch der 110 Street Slam wird sich verabschieden. Scoop Slam hier, jawohl. Und jetzt kommt der Spear. Mal sehen, ob er diesmal funktioniert. Ich bin ja echt gespannt. Das ist ja jedes Mal wie Lotto spielen.
Ja. Und es hat mal wieder nicht geklappt. Yay! Es ist zum Kotzen, Freunde. Es ist zum Kotzen. Aber ich glaube wirklich, es ist nur bei diesem Spear. Ich glaube, es ist nur beim Hoken Spear. Was übrigens auch eine geile Option wäre, aber das muss ich wahrscheinlich erst noch kaufen. Diese Clothesline von Ryback. Die wäre echt auch eine Option für den Signature. Würde ich extrem cool finden. Ja, Sammy, sorry, aber dadurch, dass ich meinen Signature nicht machen konnte, hast du jetzt das Problem, dass ich weiter hier auf dich einschlagen muss. Oh, Kick out by one. Da ist jemand aber noch voller Energie hier, der gute Sammy. Mit dem Shoulderblock hier nach außen. Na komm, steh auf, Sammy. Oh, klatschen ihn hier gegen die Metalltreppe. Nochmal. Das tut sicherlich weh. Und auch wenn wir keinen Finisher haben, können wir ihn hier trotzdem in der Ecke bearbeiten. Oh, das will Sammy aber nicht. Wir sind schon orange? Wir sind bei 6, glaube ich, wenn ich das richtig gehört habe. Und wir stehen momentan nicht auf. Oh Gott. Bei 8 geht's wieder zurück in den Ring. Clothesline. Comeback, das erste, was wir uns hier gekauft haben für unseren Wrestler. Und das hilft uns doch gerade anscheinend wirklich den Kampf zu überstehen, so. Geladener Finisher, Freunde, geladener Finisher, jetzt sehen wir den neuen. Es ist der Standing Cutter, ähnlich den AKO. Leicht abgewandelt, 1, 2, 3. Und Sieg! Just bring it. Genau das ist es, was wir vorhaben. Mir juckt gerade in die Nase. Es kann sein, dass ich gleich niese. Hilfe. Schönes Ding hier. Und Sami Zayn hat sich wirklich gut gewehrt. Hätte ich nicht gedacht. Hat uns sogar orange gekriegt. Kurzzeitig dachte ich wirklich, wir werden ausgezählt draußen. Aber dann die Erlösung. Und damit sind wir weiter NXT Champion. Jawohl, Freunde. Ja, das war der erste Kampf, wie gesagt, jetzt. Oder lassen wir das? Machen wir jetzt erstmal noch einen Kampf und ändern dann die Sachen? Nee, machen wir nicht. Gibt's, wie gesagt, ein paar Sachen. Klassiker-Match, sehr schön. 21.000 haben wir bekommen, ordentlich Geld. Und auch TP haben wir nochmal ordentlich bekommen. Das ist sehr schön. Damit können wir unseren Profi hier, AJ, relativ schnell hochleveln. Obwohl inzwischen natürlich schon die Punkte relativ teuer sind und wir ungefähr 200 TP pro Punkt brauchen. Aber hey, so, schnell ändern, anpassen, Moveset. Wie gesagt, ich mach's kurz und schmerzlos. Hier sehen wir gerade nochmal die Wyatt Family. Luke Harper, Bray Wyatt und den dritten habe ich vergessen. So, Special Moves Signature. Spear 1 war's, okay. Ach, hier haben wir nur den Spear 1. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Discus Big Boot. Schaut ihn euch an, ich finde ihn relativ cool. Irgendwie. Bam! Und weil mir gerade nichts einfällt.
Was könnte man noch nehmen? Clothesline from Hell, das wäre natürlich auch wieder was. Ich glaube, als Signature ist die Attacke ideal. So, Finisher, wie gesagt. Der ist denn den Kata, hier sehen wir ihn nochmal. Und der Suplex Piledriver. Wurde sich ja vom guten Crytek gewünscht. Geht in Ordnung, würde ich sagen. So, Leiter haben wir auch schon was. Aber noch keine Finisher. Käfig dürfte das gleiche sein. Im Lauf. Schläge im Lauf. Clothesline. Fall of Humanity. Okay. Und Griffe. Möchte das Ding weghaben. Das nervt mich. Das nervt mich, Freunde. Drop. Flut over DDT, nein. Flut over Neckbreaker, nein. Leg Drop Bulldog. Reverse Atomic Drop, auch den möchte ich nicht. Running SEO. Ah, Freunde, es ist immer so schwierig. Es ist immer so schwierig. High Angel Uppercut, auch den möchte ich nicht. Falling Dropkick. Andere. Das wäre eigentlich eine coole Sache. Aber nein, das passt nicht zu unserem Wrestler. So athletisch ist er nicht. Obwohl ich mir zum Beispiel einen Monkey Flip gut vorstellen könnte. Nein. Na toll. Gib mir alle, genau. Belly to Belly. Nee, das sieht doof aus. Das sieht nicht flüssig aus. Bulldog wäre eine Möglichkeit. Aber nicht so einer. Ich glaube, wir nehmen den Facebuster Knie Smash. Hier beim Fallen Dropkick springt er einfach viel zu hoch. Ansonsten würde ich den gerne nehmen. Aber das ist mir nicht. German Suplex, nein. Head Scissor Takedown. Auch das nicht. Hurricaner auf keinen Fall. Jumping Snap mehr. Neckbreaker könnte ich mir auch gut vorstellen. Den Running STO könnte ich mir gut vorstellen. So, dann nehmen wir jetzt nochmal die Favoriten. Ja, ich denke, ich nehme den hier. Zack. Und den German Suplex, das bleibt dabei. Chop. Und den 100 Bulldog, auch das finde ich in Ordnung. Wollte ich noch irgendwas ändern jetzt auf die Schnelle? Fällt mir gerade nichts ein. Ach, doch, eine Sache noch. Das Comeback. Das ist, glaube ich, das Comeback, was wir momentan haben. Total langweilig. Nee, das haben wir nicht. Superstar Comeback, das müssen wir haben, ne? Kann das sein? Jawohl, das haben wir. Wie sieht es denn mit Sting aus? Ja, wäre cool, wenn wir irgendwas in der Ecke hätten. Hulk Hogan ist leicht wieder übertrieben. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, nehmen wir das von HBK. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen einfach nochmal schnell einen Kampf. Und dann ist es auch schon wieder Zeit, sich zu verabschieden, Freunde. Ja, auf jeden Fall. Wir weiter. Titelverteidiger haben unseren Titel jetzt schon so lange. Und es wird langsam Zeit, dass wir hier nach SmackDown aufsteigen. Auch wenn das noch ein weiter Weg ist, denke ich mal. Wir können ja gleich nochmal ganz kurz auf die Followers gucken. So, was sagen die Followers?
Ja, 101.000, da ist noch ein weiter Weg vor uns. Der nächste Stand ist, ja, wir haben wieder nichts geplant, diesmal gegen Corey Graves hier die Titelverteidigung. Wieder darf ich sowohl das Dark Match als auch eben das Match, das mir Followers gibt, nicht bestreiten, denn wie gesagt, dann wäre ich automatisch meines Amtes enthoben. Mir würde der Titel genommen werden und das ist es mir ganz ehrlich nicht wert. Oh, schön, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Und nochmal. Bulldog, one-handed. Das ist doch schon mal ein guter Anfang, Freunde. So, und jetzt geht's hier wieder in den Clinch, wie so oft. Könnte man natürlich in den Optionen aufstellen. Will ich aber eigentlich gar nicht. Gehört irgendwie dazu zum Wrestling. Gerade zum Beispiel in den ganzen Hulk Hogan Matches war sowas eigentlich immer dabei. Gegen Goldberg, gegen The Rock und und. Oh, schöner Armdrag hier auch von Corey Graves auf Air. Technisch versiert. Gehen jetzt in den Rücken von Corey Graves, schmeißen ihn zu Boden, schmettern ihn zu Boden. Zack. Mir persönlich übrigens gefällt das Outfit sehr gut. Ich glaube, das könnte jetzt sogar tatsächlich mal ein bisschen länger bleiben. Obwohl, ich will keine leeren Versprechungen machen. German Suplex hier von AJ. Woo! Ach ja, das war's, was ich noch ändern wollte, die Taunts. Aber gut. Jetzt ist es so spät. Jetzt können wir es erstmal nicht ändern. Das werde ich dann zur nächsten Folge gemacht haben, damit ihr das nicht wiedersehen müsst. Zack, schlagen wir ihm die Beine weg. Und ich bin gespannt gleich, wie der Big Boot aussieht, ob der wirklich gut aussieht oder eben nicht. Lassen wir uns überraschen. So, oh, Konter. Forearm Smash hier von Corey Graves, der uns jetzt in die Ringecke schleift und irgendwas mit uns vorhat, irgendwas Unberückendes. Stompings gegen das Schultergelenk. Beziehungsweise gegen den Arm im Allgemeinen. Jetzt haben wir ihn aber wieder da, wo er hingehört. Und wir bearbeiten ihn weiter mit harten Schlägen. Hammer and Sickle. Jawohl. So, jetzt kommt er. Der Disco Big Boot. Bam. Sehr geil. Und wir warten jetzt nur noch darauf, dass Corey Graves aussteht. Er taumelt immer noch, er ist benommen. Und dann der Cutter. Nein, Corey Graves kontert den Cutter. Springt jetzt ins Knie. Oh, das hat weh getan. Und Corey Graves ist soweit. Der hat seinen Finisher. Kick out, bevor der Schiedsrichter überhaupt hier anfangen kann zu zählen. Schmeißt uns jetzt über die Ringseile, schmeißt uns sogar runter. Oh, ist das ärgerlich. Er hat den Cutter gekontert. Und ein weiterer Armdrag. Wir sehen gerade übrigens unten links einen Ultimate Warrior Fan. Sehr cool. Ich persönlich fand ihn auch sehr cool. Bam. Und der Leg Drop hier am Apron. Jawohl. So, und jetzt, oh. Kommt jetzt der Finisher, jawohl. Nee, das war nicht der Finisher. Aber er hat es auf jeden Fall geschafft, uns unser Comeback kaputt zu machen. Oh, und wir haben ernsthafte Probleme, Freunde. Wir haben ernsthafte Probleme, aber wir werden auch jetzt nicht gegen... Au!
gegen Corey Graves verliehen. Jetzt auf einmal hat er seinen zweiten Finisher. Was ist denn jetzt los? Kick out by one. Oh, und wir haben ernsthafte Probleme, Freunde. Wir haben ernsthafte Probleme. German Suplex. Jetzt der Versuch, ihn zu pinnen. One. Und Kick out. Oh, Freunde. Oh, 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 oh. Zwei Finisher. Der Mann ist jetzt gerade verdammt gefährlich. Wir müssen auch auf unsere Aufdauer aufpassen. Ansonsten ist das Match hier schnell zu Ende. Und der nächste Versuch zu pinnen. In der Ringmitte. One. Und wieder Kick-Out. Oh, Corey Graves scheint doch quick wie Deal zu sein. Clothesline. Der Pin. One. Two. Ja, dieses Mal immerhin schon bis zwei. Aber Corey Graves kommt wieder raus. Oh, 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 oh. Bearbeitet jetzt das Knie von AJ. Und da haben wir, glaube ich, den Finisher. Jawohl. Oh Gott, und er hat unsere Beine schon so gut bearbeitet. Wir geben auf, wir geben auf. Wir haben den Titel gegen Corey Graves verloren. Das ist unglaublich, Freunde. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Gegen Corey Graves. Ein Gegner, den ich anscheinend unglaublich unterschätzt habe. Ich kann euch überhaupt nicht sagen, warum unsere Beine so verletzt waren. Ich hatte irgendwie nur zwei, drei Attacken. Na gut, das auch noch, aber... Oh Mann, Freunde. Oh Mann. Corey Graves hat hier gekämpft wie ein Löwe. Dann der Finisher. Und das war zu viel für uns. Hier klatschen wir ab. Oh Mann, Freunde. Oh Mann. Ja, damit habe ich jetzt natürlich ganz und gar nicht gerechnet. Corey Graves hier, der neue NXT-Champion. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Corey Graves gut gekämpft, verdient gewonnen. Obwohl es natürlich ein bisschen Pech war, aber halt im rechten Augenblick hat er gekontert. Hat unseren Standing Cutter gekontert und dann war das der Anfang vom Ende. Ich verabschiede mich mit diesen Bildern, sage macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Nation Zero, ciao!